Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, StereoTrader-Entwickler und natürlich auch Trader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWeb. Freue mich natürlich sehr, dass Sie heute wieder live dabei sind und dass Sie sich eventuell auch die Aufzeichnung anschauen gerade. Und ja, wir schauen mal, was die Märkte heute morgen so machen werden und natürlich auch, wie hier entsprechend der Tag verläuft. Aber vorerst der Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade heute macht. Denn ja, diese Veranstaltung ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, ich merke gerade, wie meine Stimme mich verlässt. Deswegen gebe ich jetzt ganz schnell ab an den Dirk und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Und lieber Dirk, ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin da. Ja, das ist doch schön, dass du da bist. Was ist los mit deiner Stimme? Du klingst ja ein Keine bisschen angeschlagen heute Morgen. Ahnung. Meine Stimme ist irgendwie noch nicht wach. Ja, meine, ja, dafür ist mein Gesicht nicht wach und die Kamera auch nicht. Von daher geben wir uns da so ein bisschen die Hand. Aber ich klinge auch so ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht. Das muss am Vollmond liegen oder irgendwelche äußeren Einflüsse muss das Ganze haben. So, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo, Moin und herzlich willkommen hier heute zur Markteröffnung mit meiner Wenigkeit, natürlich dem Highlight Nelson. Und hier heute bei FX Flat. So, ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Besser als ich vielleicht. Und mal gucken, was das Ganze heute bringt. Ich habe gerade schon gesagt, hier irgendwie mit Kamera funktioniert heute nicht, weil irgendwie bei mir kein Licht funktioniert hier, warum auch immer. Und naja, die Technik, aber so ist es dann halt eben mal. Aber ich glaube, das haltet ihr auch Dann musst so du aus dein, oder ist ja vielleicht dann sogar musst, besser auszuhalten. dann Bitte musst du was? dein Hemd heute beschreiben. Ja, genau. Ja, das ist ja blau und irgendwie so leicht miniert, weißt du, was du nennst, so Minipunkte. Und also von daher, ich weiß, ich glaube, das ist keine richtungsweisende Farbe heute. Aber generell sehe ich ja halt an dem, was ich halt gestern im Blog geschrieben habe, was der Markt macht. Soweit passt es jetzt erstmal. Jetzt gucken wir mal, ob die ganze Geschichte so, was, Pyjama-Alarm, nee, schreibt der Markt, der Manuel hier, nee, ganz bestimmt nicht. Nee, aber es passt ja erstmal zu dem, was im Blog drin steht. Und da gehe ich auch gleich mal so ein bisschen darauf ein, beziehungsweise zu dem, was ja vorgestern schon auch drin gestanden hat abends. So, jetzt gucken wir mal, ist das Ganze hier zumindest so funktioniert? Ja, das geht doch so. Da unten war ich auch noch aufgeräumt in dem Bild. Von daher ist das ja zumindest ein adäquater Ersatz. Aber das nächste Mal dann auf jeden Fall wieder mit. Nee, hier geht, wie gesagt, irgendwie hinter mir und vor mir irgendwie kein Licht im Raum, ja, aber halt die anderen nicht. Von daher ist das so ein bisschen schwierig. Ja, also ich habe ja geschrieben, beziehungsweise auch gesagt, eben am Freitag eigentlich schon bei den NFPs. Ich weiß nicht, wer da dabei gewesen ist, aber das waren ja wirklich so die lausigsten NFPs, die ich je gesehen habe. Und also hier ist der Daily im Dow hier auf der rechten Seite. Und dort sieht man halt, also hier unten diese Kerze. Mal gucken, habe ich hier mein, ob das an ist, müsste aber eigentlich. Moment, ganz kurz. Gucken, ich jetzt hier was klicke. Ne, doch, ist an. Okay. Also, Moment, sofort wieder da. Da sind wir wieder. Also, ich muss mal hier kurz den Pfeil mal wegmachen. So, und zwar hier sehen wir ja halt den Freitag, ne? Also hier, das sind die Tageskerzen im Dauer, der Freitag, NFPs. Im Nachhinein ging es dann noch halbwegs, aber bei den NFPs selber, also solche Bewegungen habe ich noch nie gesehen. Also es war sozusagen ja gar keine Bewegung. Aber ich habe ja auch genau gesagt, beziehungsweise auch gesagt, dass wir am Dienstag ja mal drauf gucken können, was der Markt da gemacht hat. Ich will jetzt nicht den Minutenchart da aufmachen vom Freitag. Aber letzten Endes ist der Long, den ich ja dann im Webinar noch eröffnet hatte, der ist dann halt auch noch sauber aufgegangen mit irgendwie über 80 Punkten, 89 Punkten im Webinar selber.
war irgendwie nur der erste Versuch, den habe ich auch direkt rausgeworfen mit irgendwie knapp minus 20. Und dann habe ich halt gesagt, da unten in der Value Area, das war eigentlich relativ gut vorhersehbar, weil halt eben gar kein Volumen da war. Und wenn da nicht einer wirklich dann halt trickst, und dann läuft das in der Regel dann auch wieder in die Mitte zum Point of Control zurück, beziehungsweise hält sich halt dann auch in der Value Area, das hat er auch gemacht. Und mit drei Positionen sind dann insgesamt irgendwie 89 Punkte dann herausgekommen. Und das war halt soweit okay. Aber für NFPs generell war das natürlich extrem traurig, was da halt gelaufen ist, weil wirklich halt nichts, ja. Und das Problem war am Freitag so ein bisschen, und da stehen wir halt auch eigentlich noch, dass ich halt gesagt habe, ja, der DAU hat eigentlich so ein bisschen zu hoch geschlossen, nämlich auf der 34.800 am Donnerstag, am Freitag dann hier, wie man sieht, gar nichts gemacht. Gestern kam dann halt nochmal ein bisschen Bewegung nach oben und da hatte ich ja auch am Freitag schon gesagt, die 931, ohne die geht es halt nicht, beziehungsweise auch gestern im Blog. Und das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Ne? Das ist aber eigentlich eine Bewegung, die war dem Freitag noch geschuldet. Aber er hat es dann halt gestern gemacht, hier 931, sieht man hier leider nur ganz klein. Und da ist er im Daily halt nochmal hingelaufen. Warum? Ja, das ist so ein bisschen dem Prinzip geschuldet, dass man immer sagen kann, so der Markt sucht irgendwie Anschluss, ja. Und das war halt eben hier oben an der Stelle und das macht er halt ganz oft. Und das hier wäre jetzt halt auch noch so eine Geschichte. Also hier dieses Low vom, das war dann halt der Mittwoch. Das könnte auch noch mal kommen. Das heißt, das wäre dann noch mal die 35089. Ich klinge auch so ein bisschen kaputt heute Morgen, merke ich gerade. Die 089. Das heißt, das wäre schon noch mal möglich, ja. Eigentlich hätte aber gestern hätte ich mir gewünscht, dass wir halt hier abprallen an der 3,1 und dann halt auch hier tief schließen irgendwo in dem Bereich. Haben wir jetzt aber nicht gemacht. Das heißt, wir eiern hier jetzt so ein bisschen an der Stelle halt rum. Auch über Nacht ist überhaupt nichts passiert im DAU. Hier gerade so ein paar Pünktchen. Und von daher ein bisschen schwierig, jetzt zu sehen, wo das Ganze halt hinläuft. Den Short, ich habe ich ja auch geschrieben im Blog, den habe ich noch. Mal gucken, ob der noch da ist. Noch ist er da. Ist halt die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, den an der Stelle aufzulassen. Wenn ich jetzt mal rübergehe auf den DAX, also insgesamt, Moment, hier mal kurz, das Ding nochmal weg. Also insgesamt sind wir halt hier natürlich so an der Grenze von eigentlich dem ursprünglichen Abwärtstrend. Ne? Also wenn man das halt hier mal relativ einfach aufdröselt, also auch im DAU, ich gehe gleich zum DAX rüber, also auch im DAU, und dann sieht man halt, ne, wenn man das einfach mal so macht, Farbe stimmt es natürlich nicht, aber dann haben wir hier halt einfach, wenn die ganze Zwischendinger mal weglässt, der gehört natürlich noch tiefer. Und dann haben wir hier aber halt klar durch das Unterbieten von den Lows hier momentan erstmal nur ein korrektives Aufwärts an der Stelle, dass man auch im Weekly sieht man es besser. Und da könnte jetzt genauso einfach die Geschichte nach unten halt auch nochmal kommen, ne, um das Ganze hoppla, fortzusetzen. Und das wollte hier einfach das Ding so weiterlaufen. Von daher ist das erstmal schon soweit legitim, dass wir hier halt auch deutlich bremsen und dann nicht unbedingt hier oben, da habe ich ja gesagt, da könnten wir auch noch reinlaufen in die rote Zone, also halt hier in die Richtung von dem letzten markanten Hoch. Könnte sein, muss aber nicht sein, kann auch genauso gut sein, dass wir jetzt hier die große Richtung nochmal aufnehmen. Im DAX ist eigentlich genau das Gleiche. Ich mache die mal weg. Im DAX ist eigentlich ziemlich genau das Gleiche, muss man eigentlich sagen. Ich mache den mal ein bisschen größer hier, dass wir auch ein bisschen Überblick haben. Da hatte ich ja gesagt, die 14.807, da will ich hin, um dann halt mal zu sehen, was der Markt dann halt treibt, beziehungsweise damit der Markt halt mal rausfindet, was das Ganze eigentlich werden soll, weil da ist es ja eigentlich ähnlich. Ne? Das heißt, wir haben halt hier dort recht klar einen Abwärtstrend und wir stehen einfach nur, wenn man sich das jetzt mal nochmal anguckt von der Perspektive, hatte ich ja mal am Freitag auch schon gezeigt. Da stehen wir halt eigentlich hier nur in dem Bereich, dass hier war ein Support, da war ein Support, da war einer und dann ist die ganze Geschichte hier verkauft worden und wir sind eigentlich nochmal nur an den alten Support hingelaufen und da ist dann halt einfach der Ansatz, die Wirkungsumkehr. Das heißt, was vorher mal Support war, wird dann halt hier zum Widerstand und das hat er jetzt halt gerade gemacht. Und da hatte ich halt auch gesagt, gestern oder Freitag, wir müssen noch einmal zurück hier zu 511. Das hat er dann ebenfalls gemacht. Das ist halt hier einfach nur dieser alte Widerstand, den wir halt hier gehabt haben, wo er mehrfach dran gescheitert ist, weil er da halt auch nochmal drunter geschlossen hat. Das ist auch in meinem Blog der letzten Woche zu finden, die Erklärung, weil er da nochmal drunter geschlossen hat. Da habe ich ja gesagt, da muss man aufpassen, wenn der drunter schließt, dann besteht ganz klar
die Gefahr, dass wir halt ab hier auch nochmal weiter rutschen und dann halt nochmal die alte Richtung damit halt aufnehmen. So, und dann ist er dann am Freitag, war das auch hier, die Minikerze. Ich mache auch die mal ein bisschen größer. Da ist halt auch nur diese Minikerze. Da muss ich ja wirklich ganz schön zoomen, damit man da überhaupt noch was sieht. Und die er da halt dann gebastelt hat. So. Nämlich hier einmal kurz dran gelaufen, punktgenau. Und dann jetzt gestern irgendwie nochmal drüber geschlossen, was das jetzt bedeutet. Auch großes Fragezeichen. Gehen wir das hier nochmal an. War das nur irgendwie ja, ein Versehen, darüber nochmal zu schließen oder gehen wir nicht doch mal runter? Weil ich hätte halt hier schon gerne gesehen, dass wir diesen Bereich, der halt die ganze Zeit vorher ja als Widerstand auch gedient hat und dann halt hier mit Schwung gekauft wurde, dass wir den halt nochmal anlaufen, das hätte ich eigentlich schon gerne mal gesehen. Das wäre dann die nochmal unter die 14.000, also bei 13.900 und irgendwas, dass wir dort nochmal hinlaufen. Jetzt momentan drückt er ein bisschen nach unten, das heißt, da wäre es erstmal nichts. Aber generell wäre das schon insgesamt so eine Bewegung, die ich natürlich dann auch ein paar Tage hinziehen kann, die eher, wenn es nach mir geht, auch gerne mal irgendwie aufnehmen kann. So, weil auch hier, wie auch gerade schon gesagt, haben wir halt einfach einen recht sauberen Abwärtstrend, der jetzt erstmal einen Dip gezaubert hat da unten. Aber ein Dip ist erst dann ein Dip, wenn es eben halt auch wirklich nur ein Dip war. Das heißt also, wenn es halt komplett gekauft wird. Und da kommt er halt hier in dem Bereich schon arg ins Straucheln. Ne? Das sieht man ja, wenn das so ein bisschen rafft. Und wie das Ganze dann halt aussieht. Ja, also hier in dem Bereich, eben ein paar Tage her natürlich schon, das war im Oktober. So, dann halt hier so nach oben geschlichen. Dann halt hier dieser Port und dann halt hier zwar von dem Oktober kein neues Tief, hier aufgesetzt. Alles fein, aber ein Dip ist es erst dann, wenn wir wirklich da oben rauslaufen würden. Und da passiert momentan gerade so ein bisschen wenig dafür, um das jetzt halt mal ebenso irgendwie zu sagen, ja, das wird er halt schon machen. Ne? Ich meine, hier unten natürlich long war natürlich schön. Ich war es leider nicht. Und ärgerlich natürlich, weil das die einzige Linie war, die ich hier hatte für mehrere Tage. Und dann kam endlich mal halt ein Level halt dazu und dann dreht er da und naja, gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir so heftig da abprallen, aber so was, so ist es halt. So, und hier stehen wir jetzt halt eben rum und jetzt, wie gesagt, mal gucken, ob wir da jetzt nach unten drücken oder ob wir jetzt nicht nochmal einen Anlauf nach oben machen, weil wir gestern eben nochmal über der 511, ne, also hier nochmal in dieser Bewegung, die hier nach oben geht, geschlossen haben. Ob das jetzt reicht, um von hier nochmal da oben rauszuziehen. Oder halt auch nicht. So, das werden wir dann heute irgendwie rausfinden. Und mal sehen, ob wir da irgendwas eingefangen kriegen. Und was uns gleich die Eröffnung in 2 Minuten dann an der Stelle bietet. Boah, ich muss mich wirklich mal kurz räuspern. Meine Stimme ist wirklich so ein bisschen. Ich muss mal ganz, ganz kurz das Mikro ausmachen. Mal einen Schluck Wasser. So, das Handy auch mal irgendwie lautlos machen, fällt mir auch gerade auf. Ne? Hat man bestimmt gehört, das Ding. Top vorbereitet, der Mann. Ja, ich habe alles andere ist an, aber da hat es irgendwie dann nicht für gereicht. Ja, gut. Ja, eigentlich ja. Ne? Guck mal, hier war doch alles da, aber nee, irgendwas ist ja immer. Ne? So. Gut. Dann schalte ich auch hier gerade mal um und mal sehen, ob wir den hier jetzt auch irgendwie hinkriegen. So, und zwar bin ich jetzt hier dann in dem Handelschart vom DAX. Also hier ist halt nochmal die Stunde, die auch im Live-Chart da ist. Ich gehe aber auch mal ganz kurz rüber auf den Dow. Hier ist der Short, der aber auch nicht in die Pötte kommt, wo ich ja gerade gesagt habe, ja, ich habe den noch, ne, aber ob das jetzt was bringt, den da drin zu lassen, ich weiß nicht. Ne. Kann man ja mal gucken, ob wir jetzt da unten durchgehen, ob wir jetzt nicht doch nochmal da hochlaufen. Aber ich würde tatsächlich fast auch auf den DAX rübergehen. Er fliegt jetzt wahrscheinlich erstmal raus. Das ist aber okay. Komm. 3 Punkte. Hurra. Ich gehe mal kurz auf den DAX rüber. Und mal gucken, was der hier treibt. Also hier auf der Unterseite, beziehungsweise hier im unteren Bereich. Ne, so rein nach Legende. Weil die Levels kommen ja aus dem Live-Chart, wer hat jetzt hier dann nochmal die 505 bzw. nochmal die 511 von gestern?
wäre denkbar, dass wir da jetzt nochmal dranlaufen und von dort halt nochmal eine Runde dann halt nach unten kommen. So, da muss man mal sehen, er zieht erstmal direkt hier hoch, sieht man ja, ob man das jetzt so direkt einfangen möchte. Wenn man schnell genug ist, kann man das machen. Und ich frage mich, ob ich das heute Morgen allerdings, ob ich das bin oder nicht. So, hier 505 ist natürlich nice. Mal gucken, kommt die wirklich aus dem, was ist denn? Aus dem Live-Chart. Genau, ist ein Live-Chart-Level. Also sehr, sehr genau jetzt tatsächlich hier auch angelaufen. So, und was ich sagen wollte nach Legende, ja, das ist ja der Ansatz, den ich ja im Live-Chart beziehungsweise im Block habe. Da wir jetzt unter der 505 geschlossen haben, wäre die nächste halt die 468. Da waren wir aber schon. Das heißt, von hier aus wären auch 425 genauso gut möglich. So, aber so wie der hier gerade raufzieht, ist dann halt wirklich die Frage, ob das so einfach wird, wie das auf den ersten Blick eben ausgesehen hat. Ich bin jetzt hier links im 2-Minuten-Chart. Und es drückt ja irgendwie gerade nur nach oben, aber ohne Rücksätze auch auf der anderen Seite, aber direkt eben vom Point of Control. Und was man machen kann, ist hier bei der 8 Uhr Eröffnung, da könnte man mal versuchen, ist ja hier unten, sehen wir also die 518, das heißt ein Spritzer hier drüber. Das könnte man mal machen, hier mit der Limit Pullback. Und dann halt mal sehen, ob es hier ein paar Punkte rückwärts geht oder ob es direkt drauf geht. Das ist vom Risiko. Halte ich das für überschaubar? Ne, hier irgendwie mit, das passt aber auch so. Ne? Also das Hoch hier oben, klar, wenn das weg ist, und ich ziehe mal hier aufs Hoch rauf mit einer kleinen Position. Entweder kriegen wir jetzt halt hier den Rückwärtsgang oder er zieht halt direkt oben drüber. Eventuell reicht es aber auch nur für den Skype, kann auch sein. Oder eben auch für gar nichts. Aber das wäre auf jeden Fall jetzt der Punkt. Rein auch nach von der Marktstruktur her, ne, wir sind ja halt hier eben im Abwärts, um da jetzt halt ein Entry zu finden. Tiefer wäre jetzt irgendwie unsinnig und man muss den auch nicht unbedingt aushalten oder ausreizen. Man kann auch sagen, ja gut, dann irgendwie ich nehme 2, 3 Punkte mit und dann ist dann halt auch gut. Ne? So, aber erstmal kriegen wir hier ein bisschen Gegenwind. Hier ist der 5-Minuten-Chart hier oben. Schau mal, ob dein Mikro verrutscht ist. Das knistert nämlich. Ah, okay. Ja, ist so ein bisschen, ich versuche es mal hier zurechtzubiegen. Ne? So, hier so ein paar Punkte halt im Gegenwind. So, ich mache den ganz eng, ja, weil ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich halt da unten durchrutscht oder nicht. Und wenn, ist fein und dann hat man halt hier einen netten Entry und wenn nicht, dann sind es halt eben ein paar Punkte. Ne? Ist sehr knapp, ich weiß. Ne? Also, ist eigentlich zu knapp, aber ich will jetzt hier nicht unbedingt die 5 Minuten aushalten müssen mit der ersten Bewegung. Aber das war halt schon richtig, hier oben reinzugehen und jetzt nicht etwa da unten oder zu früh oder halt hier an einem SMA oder sonst irgendwas. Und es kann natürlich sein, dass jetzt hier auch einfach wegrutscht. Ne? Das ist schon möglich. Weiß ich nicht. Da kann man sagen, ja, Pech gehabt, hättest du mal drin gelassen. Ja, aber so gut war der Entry dann halt eben auch nicht. Ne? Also beziehungsweise hier mit dem Risk, da hätte ich noch knapper da oben reingehen müssen. Und dann wäre das nochmal eine andere Geschichte gewesen. Aber so passt es ja erstmal. Und das war ja halt so ein bisschen, was ist ja bei rausgekommen? Irgendwie 13 Punkte. Und das ist schon okay. So, da war ich ja dann doch nicht so langsam. Ne? Gut, so, jetzt muss man halt mal gucken. So die ersten 5 Minuten, so ein bisschen tricky. Man kann auch irgendwie, wenn man, das war jetzt hier, ne, wenn man das jetzt mal als Referenz drin nimmt, das war jetzt halt irgendwie hier ein Kontrakt. Man kann ja dann noch irgendwie sagen, ja gut, wenn ich die Richtung halt haben will, dann halbiere ich halt die Position und gucke, dass ich da unten im Rücklauf halt irgendwie nochmal reinkomme. Ne? Und entscheidend wird für meine Begriffe aber sein, wie jetzt halt hier die 5 Minuten halt beendet. Also wenn wir hier halt mit einer grünen Kerze, die bei mir jetzt hier weiß ist, stehen bleiben, dann kann es gut sein, dass wir nochmal einen nach oben kriegen. Und dann könnte man auch versuchen, nochmal hier oben am Hoch oder beziehungsweise kurz davor reinzugehen, aber nicht unbedingt im Rücklauf. So, das heißt, hier die ersten 5 Minuten nach der Eröffnung steht der Markt jetzt hier irgendwie 30 Punkte im Plus. So, heißt natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Aber trotzdem könnte halt schon sein, dass wir deswegen, weil wir erstmal halt ein bisschen höher stehen, dass wir halt nochmal einmal nach oben drücken. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt so ein Freund davon zu sagen, na gut,
Zu sagen, okay, ich gehe hier unten nochmal irgendwie im Rücklauf rein, finde ich so ein bisschen schwierig. Dann eher nochmal irgendwie, wenn er nochmal oben versucht, oder aber er macht jetzt wirklich hier Druck auf der Unterseite, dann ist halt nochmal was anderes. So, ich kann nochmal irgendwie, habe ich den Daumen? Ja, genau. Der Daumen ist auch nochmal irgendwie bei der 900. Ich sehe es hier gerade auf dem anderen Bild. Das war auch übrigens der Grund, warum mein Handy gebimmelt hat, Nelson, ne? Nicht, weil ich hier irgendwie Nachrichten aufhabe, sondern weil ich dort halt eben auch noch so ein bisschen nebenbei gucke, was passiert, beziehungsweise den DAU dort dann so ein bisschen mit im Auge behalte. So, hier ein kleines Gap haben wir gesehen zur Eröffnung, das ist jetzt erstmal zu. So, Gap Close ist ja irgendwie selten, also von oben ist ja selten long. Mal gucken, ob sich das jetzt hier auch nochmal bewahrheitet. Und dann könnte man versuchen, wenn wir hier drunter laufen, ja, also wenn wir jetzt halt hier so eine Bewegung halt kriegen sollten, ne, da drunter als Beispiel, dass man dann im Rücklauf dann halt nochmal versucht, hier an der Eröffnung dann den Markt dort nochmal zu erwischen. Das könnte man dann mal machen. Aber hier in den Rücklauf bin ich jetzt eigentlich nicht so ein Freund davon. Ja, ne, also hätte natürlich jetzt schon deutlich mehr gebracht als irgendwie die 13, 14 Punkte da eben. Und aber das ist trotzdem, ich finde es, 13 Punkte waren es ja. Ich finde es trotzdem okay, weil es natürlich auch eine sehr schnelle Bewegung ist, ja, beziehungsweise die halt hier, oder was heißt schnelle Bewegung? Eigentlich eher ein schnelles Ergebnis, ja. Und von daher, es hätte ja auch sein können, dass wir direkt da oben halt das High angreifen und dann wäre es halt blöd gewesen, dann da oben möglicherweise noch rausgekickt zu werden. Und gefischt dann quasi, ne? Und dann im Rücklauf, dann, das hätte mich, glaube ich, geärgert. Dann ist doch lieber so, dass ich sage, na gut, die 13 Punkte, die sind mein. Und alles Weitere kann ich ja nicht wissen. Ne? Man sieht ja auch, jetzt kommt halt noch ein bisschen was nach oben. Von daher stehen wir jetzt auch erstmal auf der Seite. Öffnung ist hier, sieht man so ein bisschen schlecht, wegen der Farbe jetzt hier. Aber das ist auf jeden Fall die Eröffnung, die wir gerade gesehen haben. So, und ihr so, ihr könnt auch ruhig gerne hier ein bisschen Input geben. Da muss ich auch nicht die ganze Zeit reden, sondern darf auch zwischendurch mal lesen. Meine Stimme so ein bisschen. Meine Güte. Der Manuel hat ganz viele Fragen gestellt. Also, ich bin hier gerade mit Räuspern beschäftigt. So, der Manuel, genau. Pyjama-Alarm, nee, den hatten wir schon. Ja, das führt ja alles. Also, Entscheidungslevel, ja. Also, ihr könnt, was ich meinte mit ihr so, ihr könnt ja auch irgendwie gerne mal euren, wenn konkreter Input da ist, halt gerne natürlich mal was sagen. Ja, Lutz schreibt gerade hier bei 530 Short, ja, das passt doch. Das passt doch zusammen. Ja. So, auf jeden Fall ist da irgendwie keiner long unterwegs und sagt, so, ich will da unbedingt oben raus. Das kann natürlich auch sein, ne? Klar. Aber was ich vorhin gar nicht gemacht habe, ich gehe mal hier rüber auf, wir haben ja kurz mal ein paar Minuten, bis der M15 fertig ist. Weil das ist ja immer so der erste, wo ich sage, na gut, die Richtung kann man versuchen. Und dann halt irgendwie, die ja dort vorgibt, also wenn halt jetzt die 15-Minuten-Kerze fertig ist, ne, die Richtung, die wir jetzt halt hier vorgegeben kriegen, die zu versuchen, die dann halt zu erwischen. Da kann man ja auch mal irgendwie kurz reingucken. Da sieht man ja, ne, auf der Oberseite hier, ne, da war das High, das letzte, was halt hier markant ins Auge fällt. Und das halt irgendwie kurz vorher gedreht und dann halt eben um 8 Uhr halt mit der 8 Uhr Eröffnung hier nochmal irgendwie so da oben hin direkt wieder verkauft. Jetzt hier mit der 9 Uhr Eröffnung das gleiche nochmal, kein neues High. Also das sollte, wenn wir jetzt halt da in dem Bereich schließen, jetzt den M15 oder halt sogar drunter, das sollte eigentlich schon dann zur Folge haben, dass wir zumindest mal halt hier das halt nochmal angehen, was jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt ist, 424 oder halt hier oben, hier unten auch. Das Cluster, ne? Aber jetzt halt hier mit dem Gegenwind, ohne dass wir halt hier einen vernünftigen Rücklauf haben, da long,
Weiß ich nicht, ob das halt so ohne weiteres funktioniert. Also klar, für das Phishing reicht es dann halt im Zweifelsfall da eben, um mal nur eine Runde drüber zu spiken, aber halt da halt nachhaltig durchzulaufen, bisschen schwierig. Also jetzt hier im M15 wohlgemerkt. Was ich gerade machen wollte und gesagt habe, das war jetzt halt hier im H1 nochmal zu gucken, wie das Ganze da aussieht, bevor wir halt hier den 15 Minuten gleich fertig machen werden. So, ich gehe mal nochmal hier rüber. Machen wir hier mal den H1 auf. Also den Stundenchart. So, hier auch nochmal ein bisschen skalieren das Ding, das Bild hier. Da ist natürlich nice, ne? Also hier die 566 aus dem Live-Chart, das war natürlich Premium-Level. Wie die halt gestern gehalten hat, das ist natürlich okay. Habe ich selber tatsächlich auch nicht, gar nicht mitbekommen. Aber von dort gab es ja dann halt schon einen ordentlichen Ruck dann halt eben nach unten. Und wenn man halt da jetzt nochmal ansetzt, oh meine Stimme, mein Gott, wenn man da jetzt nochmal ansetzt, und dann müsste man ja eigentlich auch irgendwie so dieses Low dann halt im Auge behalten oder zumindest mal halt irgendwie kurz davor, wenn wir jetzt hier oben seit Stunden, auch wenn es jetzt über Nacht war, nicht weiterkommen, dass wir da eben auch nochmal da unten ansetzen, dann halt mal sehen, also hier so in dem Bereich vielleicht rein und dann halt meinetwegen von hier dann nochmal versuchen, dann halt den Angriff nach oben zu starten. Also sowas wäre dann natürlich schon denkbar. Es sieht natürlich auch zwar insgesamt ein bisschen merkwürdig aus, aber das, was wir jetzt halt hier sehen, also hier dieses und dann halt ohne Korrektur, so mitten in der Luft, schwierig. Möglich ist alles, aber dafür fehlt irgendwie so ein bisschen die Stärke, glaube ich. Ne? Also im Bild ja dann auch schon, damit das halt ohne weiteres funktioniert. So, machen wir mal weg. So, was treibt denn der DAO? Gar nichts. Gut. Der DAO treibt wirklich überhaupt nichts. Er ist hier eingeschlafen. Steht fast wieder da. Ja, doch steht da, wo wir angefangen haben. Mehr ist da halt nicht passiert. Einmal kurz da oben ein bisschen angegeben. Bisschen dicke Arme gemacht und dann doch nicht weitergelaufen. Ne? War so ein bisschen abzusehen, aber gut. Das war mir jetzt auch irgendwie. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie den Short da halt irgendwie stundenlang da aufzuhalten. Ist seit gestern. Ich habe auch ein paar Teilpositionen rausgeworfen. Von daher komplett okay. So, hier sehen wir jetzt, ne, den H1. Der von da oben kommt, war auch hier übrigens der SMA20, den man halt hier auch sieht, eben mal kurz über die 8 Uhr Eröffnung. Genau hier klemmen wir jetzt an dem Live-Chart-Level, also die 468 und 425 könnte eigentlich jetzt schon der nächste Punkt sein. Ne? Also diese Bewegung, das meinte ich eben nach Legende, die ist halt so ein bisschen in Anführungszeichen vorgeschrieben. Ja, ist natürlich Quatsch, es gibt keine Vorschrift, aber das wäre halt zumindest nach Regel, das heißt, weil wir da drunter geschlossen haben, sollten wir von da halt zum nächsten laufen. Aber wie gesagt, wenn wir es vorher schon hatten und da eigentlich schon waren, war das jetzt nicht unbedingt notwendig, beziehungsweise reicht eigentlich nicht. Aber von da, von der 505 auf die 468, völlig okay. Aber er könnte es jetzt von hier aus natürlich auch fortsetzen und dann eben eine Etage tiefer auf die 425. Aber um das genau zu triggern, dafür hätten wir natürlich einen Schlusskurs gebraucht, der dann auch eben hier drunter steht, unter der 468, also in diesem Cluster. Und dann hätten wir auch relativ einfach hier die 425 erwischen können. So, was natürlich jetzt das Anstrengendste, was jetzt halt passieren könnte, ist, dass wir jetzt halt hier die ersten 15 Minuten, dass wir die in grün schließen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal einen Impuls nach oben und dann vielleicht irgendeine andere Bewegung um 9:30 Uhr. Das könnte natürlich jetzt schon halt auch passieren. Ne? So, hier sehen wir den M15. Passiert schon gerade das, was ich meinte. Ne? Schließt in grün, beziehungsweise hier in weiß. Und es kommt direkt mal, auch wenn es jetzt hier nur 3, 4 Punkte sind, aber direkt nochmal einer nach oben, weil hier unten dann eben auch nichts war. Ne? Und auch hier, wo ich vorhin sagte, da unten Short, buh, muss nicht sein. Also, und jetzt sieht man ja auch, warum.
das auch nicht unbedingt eine gute Idee war. Wenn er jetzt nochmal runterkommt, ne, also hier wirklich dann mit Tempo, und dann kann man das machen, aber auch da wäre ich halt wirklich vorsichtig, dann halt irgendwie mit der Size lieber dreimal zu klein, als irgendwie auch nur ein bisschen zu groß, weil wenn der jetzt halt Lust hat, da unten ewig rumzuzackern und den Support da zu testen, bis zum geht nicht mehr, ja, dann hat man da nicht viel Spaß dran. Also man sieht ja auch mit der Bewegung, die wir halt hier haben, passiert ja einfach nichts jetzt erstmal gerade. Ne? Ist vielleicht auch dem geschuldet, also ich meine, da hängen ja auch immer Algos und so weiter dran, dass wir jetzt halt hier eben erstmal die ersten 15 Minuten jetzt halt hier in Bullish geschlossen haben und dass deswegen halt da vielleicht auch ein Trigger fehlt, um die ganze Geschichte jetzt einmal nochmal nach unten zu befördern. Ja, sondern lieber dann nochmal oben probieren, okay. Und da würde ich dann auch sagen, gut, da kann man dann auch hier kurz vorm letzten Hoch, falls er das jetzt wirklich nochmal machen sollte, dann da nochmal reingehen und dann mal gucken, ob das nicht vielleicht besser funktioniert. So, und vor allen Dingen habe ich dann halt hier oben, weil da ist ja natürlich ganz klar meine Grenze, also hier im ganz kleinen Timeframe, ne, hier oben das letzte High, also das ist jetzt hier der M2, M2. Und da darf er natürlich dann auch nicht drüber. Von daher kann ich den natürlich da auch wesentlich besser eingrenzen, ne? Weil da wäre natürlich jetzt ganz klar Feierabend da oben. Also da dürfte er nicht drüber, weil sonst wird es halt mindestens unsauber, nicht unbedingt long, aber unsauber auf jeden Fall. So, wenn er das macht, bitte gerne. Bin ich gerne mit dabei, auch von mir aus ein bisschen tiefer. Auch okay. Ne? Nur oben drüber nicht unbedingt, aber auch den liebe jetzt erstmal nur mal zu klein, weil das ist ja schon so ein bisschen merkwürdig. Und oft ist es ja eben so, dass der Markt dann genau die Sachen macht, wo man sagt, ja, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Da gibt es auch nicht. Ne? Aber trotzdem heißt es nicht, dass nicht doch irgendwo einer auf einen großen Knopf drückt und dann halt hier die Positionen kauft und einmal kurz da oben durchrennt und dann merkt, okay, da ist ja keiner mehr, wieder ein Teil auflöst und dann haben wir halt die typischen Phishing-Spikes da oben raus. Man hat keine Position, man hat keinen Trigger und dann dauert es halt irgendwie, dann halt mal eine Stunde länger und dann passiert da nichts mehr und dann kommt es doch runter. Also deswegen Sinn, da oben durchzulaufen, ergibt es erstmal keinen. Aber das heißt ja nicht, dass alle, die hier am Markt beteiligt sind, auch das Richtige tun. Was? Hat der Dirk Angst vor 500 Long? Angst habe ich immer keine. Das ist zumindest nicht vor Long in dem Bereich, ja. Ich glaube halt einfach, das bringt nichts. Mit Angst hat es, glaube ich, irgendwie nichts zu tun. Das hat, glaube ich, damit nichts zu tun. So, ne, vor allen Dingen ist bei mir halt eben ja auch aus dem Daily kommend ja auch ein Punkt. Ne? Von daher, warum soll ich da long gehen, wenn ich sage, das ist halt so der Punkt, der eigentlich am Freitag bei den NFPs nur gefehlt hat. Ne? Das gibt ja auch nicht wirklich Sinn. Mal gucken, ob jetzt hier, ob der nochmal runterkommt oder ob der dabei bleibt. Und da sieht man zumindest, das Level ist richtig. So, alles Weitere kann ich nicht beeinflussen, ob jetzt hier irgendeiner irgendeinen Unsinn macht. Was der Break-Even schon gezogen, er hätte mir jetzt hier nicht unbedingt gebraucht, aber ich lasse den mal. Und wenn es nur irgendwie 2 Punkte gibt, dann gibt es halt eben 2 Punkte. Ja, weil das natürlich auch hier so der Klassiker, ne? So, 2 Punkte, hurra. Aber zumindest die 15 voll. Obwohl, stimmt nicht ganz, es war jetzt hier nur eine halbe Position. Von daher umgerechnet dann halt 1 Punkt. Aber der Klassiker ist halt hier natürlich, ne, mein Freund, der EMA 200, wo ich am liebsten eigentlich sowieso immer draußen bleibe, weil da immer Sachen passieren, die ich irgendwie noch nie verstanden habe und noch nie verstehen werde. Und wo der Markt sich eigentlich eher so ein bisschen komisch dann halt verhält. Ne? So, und jetzt kommt halt hier die Geschichte. Nochmal hier oben an das Hoch. Bisschen zu motiviert für meine Begriffe, wie hier der letzte M5 da steht. Aber grundsätzlich okay. Ne? Also passt halt zumindest zu der ersten 15 Minuten Bewegung, dass wir da nochmal den Impuls kriegen. Von daher tatsächlich so wie befürchtet, vermutet oder wie auch immer. Und jetzt wird es halt interessant zu sehen, was da oben passiert. Gehen wir da jetzt raus, da oben. Tatsächlich. Oder fischen wir nur einmal kurz?
Da oben die Shorties ab. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Eine Sache muss man natürlich hier auch ganz klar sehen. Das ist, wir haben jetzt hier Kassa Close, jetzt ganz genau. Und ein Gap Close im Kassa ist natürlich nicht mal eben Short. Ne? Das heißt also, da schließen wir gerade wieder an gestern an. In der Aufwärtsbewegung von gestern schließen wir da gerade an. Und das könnte jetzt schon sein, dass wir einmal kräftig nach oben durchspringen. Und dann halt nochmal, also ne, ich glaube nicht, dass der sich ohne weiteres da oben etabliert, wenn er das macht. Aber könnte schon sein, dass wir jetzt hier nochmal einen Impuls kriegen, einmal da oben hin und dann dort halt nochmal gucken, ob wir nicht doch nochmal rückwärts laufen. Das heißt also hier am Stück durch halte ich für schwierig. So, und selbst wenn er jetzt hier runterfällt, ne, vom Kassa Close von gestern, dann wäre es eigentlich eher ein Ausreißer. Weil in der Regel ist es schon so, dass das halt nochmal ein bisschen was nach sich zieht an Bewegung nach oben. Dann würde ich nämlich jetzt hier sagen, und dann kommen wir auch zu dem Angstaspekt vom Lutz, der gerade ja gemeint hat, bei 500 Longen. Jetzt würde das Ganze schon mehr Sinn machen, ne? Weil wir halt hier im M5 betrachtet, ne? Weil wir hier den Widerstand da gehabt haben, wo er eben permanent irgendwie drunter geschlossen hat. Da könnte man jetzt natürlich dann schon sagen, ja gut, dann versuchen wir das doch mal hier bei der 500. 5 Long, also nur für ein paar Punkte. Ne? Das muss es keine riesen Nummer werden. Aber das wäre dann auch hier so ein Eintaucher nochmal in die Value Area. Und halt eben dann auch hier ganz simpel SMA 20, der liegt ganz nett, passend dazu. Und eben hier den kleinen Widerstand, den er da gehabt hat, könnte reichen, um zumindest ein paar Punkte relativ zügig nach oben zu kommen. Dafür könnte es dann halt schon reichen. So, aber trotzdem bin ich immer noch kein Freund für mal eben Long da oben raus. Also das würde ich nicht mitgehen da oben drüber. Vielleicht, wie gesagt, hier ein paar Punkte. Das ist okay. Aber selbst das kann natürlich daneben gehen. Ganz klar. Also hier sehen wir jetzt, ach hier dieser dicke blaue Balken, beziehungsweise hier orange. Also ich glaube, alle, die hier sind, sind ja nicht zum ersten Mal dabei. Das ist die Value Area. Das heißt, dort haben wir 70% vom Volumen im Future. Und da versucht er sich gerade drüber raus zu bewegen. Ne? Das ist hier die Stelle, wo es gerade halt rumzackert. Es wird natürlich gerne gehandelt von den Future-Händlern. Und wenn der Markt es jetzt schafft, sich da oben drüber halt zu halten, und dann wandert natürlich auch die Value Area. Das heißt, dann konzentriert sich das Volumen dann auf höherer Ebene. Als nächstes wird dann der Point of Control hinterherkommen. Also hier sieht man das größte Ausschlag und der nächste wäre dann halt direkt schon hier und dann tatsächlich fast schon hier oben an dem Ende von der Value Area und dann wird die sich nach oben schieben. Aber wie gesagt, ich glaube es noch nicht. Ne? Deswegen mit Long da so ein bisschen vorsichtig bis zurückhaltend oder umgekehrt. So, wäre natürlich hier, hätte es schon gereicht, aber reicht mir aber nicht. Also ne, hier dieses kleine Low, so ein bisschen genauer darf es dann schon sein. Aber das wäre natürlich schon okay gewesen hier. Ne? Unnötig ist natürlich, in Anführungszeichen, dass wir hier das kleine Hoch von nach der Öffnung mal irgendwie hier so ein, zwei, drei Punkte rausgeholt haben und dann halt irgendwie direkt nochmal 30 Punkte runtergefallen sind. Ne? Aber es ist natürlich auch so ein bisschen Klassiker, ne? Weil klar, wenn man da halt irgendwie short gegangen ist, wo lag der Stop? Natürlich genau hier, ne? Oder halt irgendwie auch einen Punkt drüber. Und wenn der Markt halt jetzt nicht so wahnsinnig liquide ist und da halt so ein paar Positionen reinkommen und dann ist so ein Ding auch schnell mal weg. Ne? Aber jetzt hier ohne weiteres auf jetzt, also zumindest mal jetzt um die nächsten paar Minuten hier einen positiven Trade zu machen, ohne weiter zu sagen, ja, jetzt kommt das und dann kommt jenes, sehe ich irgendwie gerade nicht so wirklich. Also hatte ich für so ein bisschen schwierig. Also deswegen bin ich auch hier jetzt eher so ein Freund davon, so zu gucken, dass man halt vielleicht den einen oder anderen Impuls, Abpraller, wie auch immer, dann halt mitbekommt. Und hier so knapp über 500, also hier in dieses Cluster eintauchen, das finde ich schon ein bisschen passender.
und könnte auch einfacher zu handeln sein. Ja. Trotzdem bis 10 Uhr oben raus. I got my doubts. Ah ja. So, was ist ein. Okay. Ich lese ja gerade so ein bisschen am Rande mit. So, 5 Minuten haben wir noch. Dann kommt die berühmte Knoppers-Fraktion. 9:30 in Deutschland. Und dann mal sehen, was die dann treiben. Ich würde ja auch rüber auf den Dow gehen, aber es bringt irgendwie gerade eigentlich noch weniger. Er bewegt sich tatsächlich noch weniger als der DAX hier gerade, was zumindest mal prozentual betrachtet. Deswegen bleibe ich jetzt hier erstmal beim DAX drin. Und klar, das Ziel wäre natürlich schon, irgendwie so die Abschlussbewegung halt schon einläuten zu können. Ne? Also wenn man irgendwie ein bisschen einfacher sehen könnte, okay, 10 Uhr so und so gehen wir da halt raus. Da wäre ich natürlich schon eher ein Freund davon. Beziehungsweise was heißt ein Freund davon? Ne? Das ist halt natürlich immer dann so der, ja, Lucky Shot will ich jetzt auch nicht nennen, aber dann so ein bisschen die Königsklasse, wenn man das rechtzeitig eintüten kann und die richtige Richtung schon hat und dann halt nur noch irgendwie Break-Even zieht und dann halt um bis 10 Uhr die Füße hochlädt, legt und dann halt eine nette Position dann hat. Aber das gelingt nicht immer. Ja, bei den NFPs war es ja tatsächlich dann nachher so, also die Trades, die ich da ja am Freitag noch im Dow, nicht die Trades, die Positionen, die ich da noch gesetzt habe, die sind halt alle sauber abgeholt worden. Und das war dann schon so ein Ding. Aber das ist natürlich immer besser, keine Frage, wenn man das dann auch im Webinar kriegt, ne? Und nicht etwa danach. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Ich meine, für die, die in der Gruppe dabei sind, ist es dann natürlich egal. Die sehen es ja. Aber wenn natürlich dann halt jemand zum ersten Mal dabei ist, und dann ist es halt immer ein bisschen schwieriger, ne? Weil man da natürlich auch irgendwo sehen will, ah, okay, das geht auf. Und da wird kein Blödsinn erzählt. So, hier oben will ich jetzt mal nochmal eine hinlegen, weil wie gesagt, ich kann mir noch nicht so wirklich vorstellen, dass wir da oben am Stück jetzt wirklich rausziehen. Und eher so ein kleiner Spike, okay, über die Route halt hier, ne, über das High. Hier oben ist der R2 von der Stunde, also vom Stundenpivot. Den habe ich früher eigentlich recht oft im DAX gehandelt. Der hat immer einen recht guten Job gemacht. Wäre natürlich jetzt wirklich auch sehr passend hier, um wenn da jetzt irgendwie so ein Algo am Start ist, um den dort mal aussteigen zu lassen und mal Verschnaufpause zu gönnen. Schade, dass er dein Buy-Limit unten nicht abgeholt hat. Ja, klar. Aber gut, ich meine, ich wollte ja halt irgendwie auch 2, 3 Punkte tiefer, ne? Von daher, das ist schon okay. So, jetzt mal gucken, ob wir da wirklich drüber gehen. Ich halte mich mal hier trotzdem zurück mit der Positionsgröße. Ne, aber das hier könnte schon. Also ich halte mich deswegen zurück, weil natürlich hier ist natürlich jetzt die heftigste Bewegung für heute. Ne? Und wenn das jetzt ein manueller Käufer ist, dann werde ich da keine Chance haben. Wenn das eine Algo ist, dann steigt er jetzt wahrscheinlich hier aus. Und dann passt auch der Entry. Ich weiß es aber natürlich nicht, was da jetzt dahinter steckt. Aber irgendwas steckt auf jeden Fall dahinter. Aber das ist nur hier zum Scalpen. Easy peasy. Das sind so Sachen, die ändern sich, glaube ich, auch irgendwie nicht so schnell. Weil es hat einfach ja, nette Ein- und Ausstiegspunkte dann eben auch sind. Ne? Also für Long, welche hätte ich ihn da unten erwischt, wäre ich hier jetzt definitiv raus. Oder zumindest würde ich hier unten mein Stop liegen an der Stelle. Oder halt hier bei den Hochs. Aber über den R2 drüber. Noch dazu hier, weil ich auch gesagt habe, ich habe so meine Zweifel daran, dass wir jetzt da einfach wirklich ohne vernünftige Korrektur durchrutschen. Da glaube ich irgendwie nicht dran. So, hier liegt der Stop, ne? Also von wo ich gerade gesagt habe, wenn man da long geht, ist da der Stop. So, das ist jetzt erstmal erste Anlaufstelle. Gut. Das ist doch okay, ne? Das waren irgendwie dann auch wieder schnelle 25 Punkte. So. Und das ist aber auch klar, ne? Also einmal hier drüber spiken, genau das, was ich eben gesagt habe.
was ich eben gemeint habe, das kann sein. Und wenn jetzt aber derjenige, wenn das jetzt hier ein Manueller war und der jetzt gleich feststellt, Mist, da kommt ja keiner mehr, dann wird er auch den ganzen Salat wieder auflösen und dann stehen wir um 10 Uhr trotzdem dann da unten. So, war doch gut, ne? Ja. Hier Skyping zur Markteröffnung, why not? Das kann man natürlich im Nachhinein sagen, ja, hätte man auch größer machen können, ja, ne? Aber der Grund ist, wie gesagt, mir war der Impuls ein bisschen zu stramm an der Stelle und ich weiß eben nicht, ist es manuell, also ist es wirklich durch Käufe in der Kasse, kommt es daher zustande oder ist es halt dann doch nur irgendwie ein Algo im Future und deswegen da erstmal so ein bisschen zurückhalten. Und weil, wie gesagt, wenn es manuell ist, dann schießt er mich da oben raus. Also es gibt ja immer wieder mal Verrückte. Aber so wie es aussieht, ist das hier schon eine Algo-gestützte Nummer. Weil das dafür ist das hier viel zu genau, dass der da genau an der Stelle dann eben aussteigt. So, und wie gesagt, wenn nichts mehr nachkommt, ich sag ein bisschen zu viel, wie gesagt, heute fällt mir gerade selber auf, wenn nichts da oben nachkommt und dann kippt die ganze Geschichte runter und dann steht der H1 trotz höherem Hoch hier nachher, dann aber eben 150 Punkte tiefer. So, müssen wir jetzt nicht unbedingt bis zum Ende durchhalten, aber kann man sich immer irgendwie auf dem Schirm halten, ob das Ganze so sein wird oder nicht. Machen wir die Longs da mal unten weg. Na, aber das hier war eigentlich, jetzt fand ich, relativ brauchbar. Ne, wo ich ja sagte, wäre ich long gewesen, aber ich habe es ja geschortet, dann wäre hier mein Stop gewesen. Ne? Also unter, also im M2 betrachtet, einfach unter hier dem letzten Korrekturpunkt. So, und was macht der Markt? Geht natürlich da genau erstmal hin. Daher war das jetzt auch richtig, den Short dann an der Stelle erstmal aufzulösen, weil was jetzt hier kommt oder auch nicht, gute Frage, nächste Frage. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Spritzer darauf. Oder vielleicht auch ganz einfach nicht. So, aber wenn ich den jetzt hier nochmal anpacken würde, ne, also wenn er als Beispiel nochmal runterkommt, ich habe zwar gerade die Longs gelöscht, aber dann würde ich den tatsächlich auch nochmal ganz unten anpacken wollen und nicht irgendwie im Mittelfeld. Also dann wären wir wieder hier bei der 506, also hier in diesem Cluster, im kleinen Cluster, weil für meine Begriffe hier fehlt so ein bisschen was. Ne? Also ich schiebe mal kurz hier zur Seite. Gut, brauche ich gar nicht. Ne? Was halt hier auffällt, ist da so dieser Spiky, den wir halt hier haben. Also kleiner Widerstand im kleinen Timeframe und dann durch. Da ruhig noch irgendwie so einmal kurz da rein dippen. Weil auch da gilt, der Markt braucht Anschluss. Und deswegen wäre auch hier unverändert, wäre das auch mein Long Entry. So, aber ob er den jetzt holt oder nicht, weiß ich nicht. Aber da oben würde ich nicht long gehen. Also wenn er jetzt hier, wenn jetzt nochmal ein Rücklauf kommen sollte, so irgendwie nach dem Motto hier das letzte High, vielleicht hier die Future-Eröffnung, ich weiß es nicht. Ne? Oder hier Kassaschluss. Also mir wäre schon wohler, eine Runde tiefer dann halt reinzugehen, weil wenn das jetzt als Beispiel in einer Bewegung halt so kommen würde, dass wir da oben runterkommen, ja, und dann halt hier direkt diese Supports bzw. dieses kleine Cluster ansteuern, dann wäre es halt eher wirklich sowieso typisch, dass wir da einmal ganz kurz drunter laufen und dann von dort dann wieder hochziehen und dann halt wohin auch immer, ja, wenn es nur das ist. So, es ist natürlich so. Erstmal so ein bisschen, wünsch dir was, Abteilung, weil ich weiß ja nicht, ob er darunter kommt, aber eben wenn er kommt, dann wäre das eine klassische Bewegung. Also vorausgesetzt, er kommt halt am Stück dahin, das erstmal drunter und dann halt wieder 20 Punkte rückwärts und dann halt mal sehen, was passiert. So, jetzt machen wir hier ein kleines neues Hoch. Vermutlich nur ein kleines neues Hoch. Bin jetzt mal gespannt, wie das Ding da oben, was da jetzt passieren soll.
Also wenn man den shorten will, ist keine Empfehlung, kann man machen, aber dann sollte man auch knapp absichern, weil, ne, also wirklich knapp, nicht irgendwie so unnötig 20, 25 Punkte, sondern halt richtig knapp, weil das ergibt keinen Sinn, ne, was da jetzt halt hier gerade zu sehen ist. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Ne, aber kann ja halt ein manueller Kauf sein oder möglicherweise auch beides oder was ist das denn? Ja, ich sag's ja, es ergibt keinen Sinn. Lieber knapp. Ein Gap. 604, 96, 14 Punkte Gap. Spannende Nummer hier, okay. 14 Punkte Gap, mal eben in der Kassaeröffnung. Was? Welches Tool generiert im Chart die blauen und roten, was? Roten Boxen. Achso, das ist der X-Frame da unten. Der X-Frame, der zeichnet mir hier einen 10-Minuten-Chart quasi ein, ne? Weil ich habe da fünf Kerzen eingestellt, das heißt, der fasst immer fünf Kerzen zusammen. Und mit entsprechenden Highs und Lows, und so kann ich halt zwei Timeframes quasi halt in einem Chart abbilden. Und das ist der X-Frame vom Heiko, eigentlich Heiko Behrendt. Hängt eigentlich zusammen mit einem anderen Add-on vom Heiko, beziehungsweise halt mit einer Strategie, die er handelt. Und das ist halt so, ich will jetzt nicht sagen, ein Abfallprodukt bestimmt nicht, aber halt ein brauchbares Tool, was da halt so ein bisschen nebenbei entstanden ist. So, hier Gap. Bis jetzt irgendwie nichts mehr. So, heißt aber dann auch, also wenn man den jetzt shorten wollen würde, ne, dann halt übers Gap. Also weil da nichts mehr kommt. Aber eh alles gar keine Empfehlung. Jetzt stehen wir hier genau am Gap. Good question, was das hier werden soll, aber bleibt dabei. Ich habe immer noch meine Zweifel, dass wir so schließen. Ja, dass da gleich einer merkt, ups, zu teuer. Das wäre eher so mein Favorite, aber mir fehlt hier so ein bisschen der Entry, ein sauberer Entry hier oben. Den finde ich gerade irgendwie nicht so. Also Long immer noch nicht, ne? Also hier unten, ja. Der Nelson hat ja gerade schon gesagt, schade, dass er nicht abgeholt wurde. Ja, das wären tatsächlich dann jetzt natürlich schon irgendwie 80 Punkte gewesen. Aber ist halt um einen Punkt verfehlt. Passt schon. Mit trotzdem hier schon einiges gerissen an Punkten. Das war ja schon irgendwie trotzdem über 35. 36 Punkte bisher. Von daher muss ich mich ja auch gar nicht beschweren. So oder so, wir haben für meine Lieblingszeit von 45 Minuten ist auch schon um. Bin ich immer ein Freund davon, Webinare in dem Zeitraum dann auch beenden zu können. Aber so oder so ist die Stunde auch bald um und wir müssen ja nicht hier unbedingt die ganze Zeit. Nur weil jetzt irgendwie der Markt jetzt hier noch bis 10 Uhr läuft, die ganze Zeit hier drin bleiben. Ich würde nur gerne jetzt selbst auch rausfinden, hier zusammen mit euch, was das oben jetzt wirklich werden soll, weil wenn der jetzt hier runterkommt und wenn das jetzt so war, dass hier einfach einer irgendwie komplett daneben haut und dann kriegen wir vielleicht auch eine Bewegung, die ein bisschen schneller ist und dann mit einem anderen Tempo dann auch runterkommt und den kann man dann natürlich auch besser einfangen. Das würde ich jetzt mal gerne noch rausfinden. Das sind noch irgendwie 5 Minuten. Und so viel Geduld haben wir noch. Und dann können wir dann halt hier dicht machen. Ach, hier kurz mal einen Schluck Wasser trinken.
Flux, genau, fragt gerade der Heinz. Also Flux ist ja hier das Trendtool, was ich hier drin habe, was ich gerade zusammen mit dem Timo, was wir gerade am entwickeln sind. Das sind eigentlich nur noch so ein paar, ist nur noch so ein Feinschliff zu machen. Wir wollten das eigentlich letzte Woche fertig kriegen, bevor der Timo weg war. Der war nämlich jetzt irgendwie eine Woche ausgefallen. Also das heißt ausgefallen, ne? Wegen netten privaten Geschichten war der Timo mal ein bisschen mehr als eine Woche von der Bildfläche verschwunden. Aber das werden wir jetzt nochmal machen, weil er ist jetzt auch nochmal da. Auf jeden Fall ist es nur noch eine Sache von Tagen, weil eigentlich ist das Ding halbwegs fertig. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, dann machen wir lieber irgendwie eine offizielle Vorstellung sozusagen und wann man das Ganze, man das Ganze auch sieht. Also nur in Kurzform, es ist nichts anderes als hier eine automatische Trenderkennung, ne? Wo man halt hier relativ bequem sich das Ganze dann auch anzeigen lassen kann. Mit auch einer Ungenauigkeit, die man einrechnen lassen kann. Und hier das Ganze mit zwei Timeframes übereinander. Ne? So dass man halt eine Orientierung im Markt hat, sich hier gestrichelt, wäre jetzt halt der M15, der Trend, wie der gerade läuft. Und eben halt der andere ist der M5. Und die sind beide, wie man sieht, long aktuell erstmal. Von daher ist auch die Überlegung, sich möglichst tief long einzukaufen, erstmal auf keinen Fall falsch. Ne? Nur hier hoch, hier oben long, immer noch nicht. Ne? Weil wenn man mal eine Etage höher geht, also auf den H1, da habe ich es ja auch drin, sehe ich gerade. Kann man ja auch mal parallel mal gucken, was wir halt hier haben. So. Da ist der Daily rot, ne, der läuft halt dagegen. Der H1 behauptet erstmal kurz, long zu sein. Mit und ohne Ungenauigkeit, okay. Aber trotzdem auch hier, mir die Korrektur, die gefällt mir einfach nicht. Ne. Deswegen bin ich auch nicht hier oben bei der 500 oder so im ersten Run eben da auch direkt long reingegangen. Ich hätte es einfach schon gerne eine Nummer tiefer. Also wenn man das mal mit Fibos auch als Beispiel macht, jetzt hier einfach mal den letzten Anstieg dann halt nimmt. Und auch da sehen wir, ne, die 425, also einfach nur klassisch, passt auch dazu. Ne? Also ich gehe normalerweise so nicht unbedingt dran, aber das war halt für mich jetzt einfach hier das Cluster, die 425 ist jetzt hier natürlich passenderweise die 61,8er Korrektur. Also das wäre schon irgendwie okay, ne? Vor allen Dingen, weil wir hier halt ja auch short runterkommen, ne? Und dann halt hier nur so irgendwie ein Gedrücke mit Minimalkorrektur. Also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig weit aufgeht. Glaube ich irgendwie nicht so. So, was sagt der Lutz hier auch? 625 Premium Short, 625. Kann man ja auch mal gerade gucken, ob man da irgendwas erkennen kann. 625. Gut, gibt es bei mir jetzt nicht. Passt auch irgendwie dazu nicht. Also ich kann es nicht erkennen, möglich ist alles, aber I don't know. Also ich würde da schon noch eher eine Etage drüber gehen und würde dann eher sagen, ja gut, wenn wir hier schon ausreizen, dann machen wir es aber doch auch ganz. Also das heißt, also hier bis zu diesem High, also ich hoffe, man kann das irgendwie sehen, was ich hier mache. Also hier diese Abwärtsbewegung, die zu korrigieren, da wäre ich ein Freund davon. Und dann sind wir bei der 636. Gut, das passt jetzt, das passt halt lustigerweise genau hier zu meinem Level im Live-Chart, ist so ein bisschen über der 625, ja. Also gut. Gerne. Also wenn du das machen willst, dann auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg. Aber vielleicht den Stop nicht auf 10 Punkte setzen, sondern, naja gut, ich darf keine Empfehlung geben, aber ich glaube, beim Lutz darf ich das sagen. Aber würde ich im Auge behalten und nicht die Levels komplett ignorieren, die ich halt hier drin habe. Weil in der Regel weiß ja, ne? Werden die eigentlich nicht vergessen. Aber dazu wird es auf jeden Fall passen. Das ist schon richtig. Gut, so, haben wir hier noch irgendwas, was da jetzt
wo wir noch was mit anfangen können oder nicht. Also zackert hier immer noch rum, ne? Kommt halt nichts hinterher. Wundert mich jetzt natürlich auch nicht. Aber jetzt halt hier Shorten bei dem hier Geschwebe da unten, da oben, ne? Im 2 ohne Bewegung. Ich sag, wenn wir tiefer kommen, ja, also wenn wir hier irgendwie mit Bums darunter, dann würde ich direkt da drauf springen auf den Zug, ja. Das würde ich machen und hier unten dann im Zweifelsfalle drehen, ja, weil das kann ja auch schon mal schnell gehen. Und aber jetzt hier oben, also weder gerade rauf noch runter irgendwas kommt, sondern eher der Markt gerade am Einschlafen ist, braucht man glaube ich nicht. Gut, ich glaube, alles gesagt, ne? Und von daher gibt es jetzt auch wenig Grund, warum wir da jetzt halt irgendwie großartig lange durchhalten müssen. Ich kann da hier nochmal kurz die Trades ein, nur mal rein in Points. Mal hier ins Bild. So, hier im Ergebnis. Also einmal hier 16 Punkte, ein Punkt. Und hier 13 Punkte. So, die drei Trades waren es. Also hier tatsächlich nur einer, der ist ein bisschen früh ausgestoppt worden. Aber 29, 30 Punkte, glaube ich, völlig okay. Kann ich mitleben. Alright, gut. So, dann sage ich an der Stelle Dankeschön, dass ihr dabei wart und durchgehalten habt mit mir hier zusammen. Und ich hoffe, es ist für den einen oder anderen auch was bei rausgekommen. Und hoffe ich immer, dass es euch gefallen hat und dass ihr was damit anfangen konntet mit meinen Ausführungen. So, lieber Nelson, jetzt kannst du den Kopf wieder hochheben vom Tisch. Jetzt Bitte was? darfst Okay, ich bin wach. du. Okay. So, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und letzte Wort hat aber sehr, sehr gerne bitte der Nelson. Und der darf euch dann auch hier verabschieden. Also von meiner Seite trotzdem erstmal schon noch einen schönen Rest. Dienstag, was heißt Rest, hat ja gerade erst angefangen und auch danke an dich, Nelson, ne? Aber du hast sehr gerne das letzte Wort. Ja, ich habe zu danken für das Webinar. Natürlich Glückwunsch zu den 30 Punkten. Und ja, und natürlich auch ein riesen Dankeschön an alle, die live dabei waren. Feedback siehst du ja hier im Chat, hat es allen gefallen. Und der eine oder andere hatte eine ähnliche Idee und konnte hier auch ein paar Punkte mitnehmen. Das freut mich natürlich. Wünsche natürlich auch einen schönen Tag, noch eine erfolgreiche Woche. Und ich glaube, am Montag haben wir wieder mit Dirk Webinar Helpdesk. Würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch dort live dabei sind. Also bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Erfolg. Ciao, ciao.